Heute geht es ums Dämpfen beim normalen Fingerstyle-Wechselschlag. Dämpfen beim Slappen. Dämpfen mit dem Plektrum-Spiel. Immer wenn wir was spielen, müssen wir die Noten dämpfen, die wir nicht haben wollen. Ansonsten haben wir einen Soundmatch und nicht diese klaren, präzisen, definierten Noten, die wir so gerne haben wollen. So, und weil ich immer wieder dazu Fragen kriege, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Dämpfen, habe ich gedacht, ich mache heute mal alles in einem Aufwasch und erzähle euch alles übers Dämpfen, was es zu erzählen gibt. Und das alles machen wir heute in einem Video, damit wir es ein für alle Mal vom Tisch haben. Die normale Herangehensweise, wenn man Bass spielt mit dem Dämpfen ist, das kriegt man auch als erstes immer gezeigt, ist, dämpft doch einfach mit dem Daumen. Man legt den Daumen ja beim Spielen zuallererst mal auf das Pickup ab. Und wenn man dann die E-Seite spielt, kann man die hohen Saiten mit der linken Hand dämpfen. Die E-Seite spielt man sowieso, also kein Problem. Wenn man die A-Seite spielt, spielt man einfach die A-Seite. Das Schöne ist, man kommt mit den Fingern auf die E-Seite, man landet eh auf der E-Seite und dämpft die damit. Also E-Seite ist gedämpft, A-Seite wollen wir spielen, wunderbar. D-Seite ist gedämpft und G-Seite auch von der linken Hand. Das heißt, wir können den Daumen auf dem Tonabnehmer liegen lassen, spielen die A-Seite. Wunderbar, also E-Seite, Daumen auf dem Tonabnehmer, A-Seite, Daumen auf dem Tonabnehmer. Wir können natürlich, wenn wir Bock haben und weil, wenn uns das mehr Spaß macht, so zu spielen, wenn wir die A-Seite spielen, auch den Daumen auf die E-Seite nehmen. Das ist total erlaubt, ist kein Problem. Aber wir können den auch einfach erstmal der Einfachheit halber auf dem Tonabnehmer lassen. So, wenn wir jetzt auf die D-Seite gehen und die D-Seite spielen, dann müssen wir die E-Seite dämpfen, die A-Seite und die G-Seite. Und das sieht wie folgt aus. Wir ziehen jetzt mit dem Daumen hinterher, setzen den auf die E-Seite und spielen die D-Seite an. Das heißt, wir haben die D-Seite klingt, das ist gut. Die A-Seite haben wir gedämpft, weil wir mit dem Finger drauf landen. Und die E-Seite haben wir gedämpft, weil wir mit dem Daumen drauf liegen. Links haben wir natürlich die G-Seite gedämpft, weil wir mit der linken Hand drauf liegen. Also können wir so ganz entspannt die D-Seite spielen. So weit, so gut. Okay, gehen wir jetzt zur G-Seite. Da ist das gleiche Prinzip. Wir haben wieder tiefe Saiten, die frei liegen, die gedämpft werden müssen. Und hohe Saite haben wir nicht. Also spielen wir jetzt die G-Seite, legen den Daumen auf die A-Seite ab, berühren die D-Seite ja automatisch, müssen uns um diese beiden Saiten also keine Sorgen machen. D und G sind finito, kein Problem. Aber A und E-Seite sind noch da. Und dafür setzen wir den Daumen auf die A-Seite und berühren die E-Seite mit der Seite vom Daumen. Vielleicht seht ihr hier, ich berühre beide Seiten, hake den Daumen so rein, kann von vorne, kann von der Seite, wie auch immer. Hauptsache ist, ich berühre mit dem Daumen die A-Seite und die E-Seite und dann kann ich auch die Gustav-Seite spielen. Ich könnte jetzt theoretisch auch die D-Seite spielen. Geht auch. Es gibt da immer mehrere Möglichkeiten, aber das so generell als Standard-Herangehensweise ist schon mal gut zu wissen. So, aber was ist jetzt, und jetzt kommen wir zur ersten Abweichung der Norm, was ist, wenn jetzt einer kommt und sagt, hier, ich habe einen Fünfseiter. Fünfseiter, wenn wir jetzt mit dem Fünfseiter spielen, haben wir ja das Problem, wenn wir den Daumen auf die A-Seite nehmen, dass wir die E-Seite zwar berühren, aber die H-Seite vielleicht nicht. Ich meine, wir können natürlich den Daumen so seitlich legen. Also ich zeige es euch mal. Ich habe jetzt hier kein Gurt dran, muss so gehen. Also ich spiele hier die D-Seite. Wunderbar. Alles gedämpft. G-Seite. Wunderbar. Jetzt habe ich den Daumen hier auf der E- und der A-Seite und dämpfe die H-Seite. Leider gar nicht. Man könnte jetzt herangehen und den Daumen so da drauf legen, dann hätte man die H-Seite auch gedämpft. Und wenn man den Daumen so ganz parallel legt, so ganz seitlich, dann passiert was, dass wir nämlich unter Umständen hier vorne auf der D-Seite wieder rausrutschen. Das heißt, wir haben den Daumen dann gar nicht mehr so eingehakt in die D-Seite, sondern
sind hier frei. Wir schweben hier rum. Und daraus ergibt sich eine neue Technik. Und die nennt sich Floating Thumb Technik. Also der schwebende Daumentechnik. Und da geht es einfach darum, dass wir unseren Daumen gar nicht in die Saiten einhaken, um die zu dämpfen, so wie wir es vorher so schön mit der E- und der A-Saite gemacht haben, sondern dass wir unseren Daumen jetzt von vorne auf die Saiten drauflegen. Ich zeige euch das mal. Also wir haken den nicht hier ein und versuchen dann hier die Saiten zu dämpfen. Geht auch noch beim Fünfseiter, aber bei mehr Saiten wird es dann schwierig. Sondern wir legen den von vorne auf, stecken den nicht hier rein, sondern legen den von vorne auf. Und jetzt können wir wunderschön hoch und runter spielen. Ohne irgendwo reinzuhaken. Und deswegen heißt das Floating Thumb Technik, weil man so drüber schwebt. Und wenn man das macht, diese Floating Thumb Technik benutzt, dann ist man auch nicht mehr begrenzt, was die Seitenanzahl angeht. Und dann kann man, wenn man das gerne möchte, auch einen Sechsseiter nehmen. Also diese Floating Thumb Technik, die deckt so viele Seiten ab, so lang wie dein Daumen ist im Grunde. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Sechsseiter nehme, kann ich das Gleiche auch machen. Also ihr seht, mit der Floating Thumb Technik bin ich, was die Seitenanzahl angeht, komplett uneingeschränkt und kann alles machen, was ich will. Also Floating Thumb Technik heißt nichts anderes, als dass ich den Daumen nicht einhake wie vorher, sondern einfach so auflege. Und dann kann ich hier ganz frei mich hoch und runter bewegen. Ich bin mehr so der Vierseiter-Typ. Aber das ist eine Möglichkeit, wie ihr auch auf einem Fünfseiter, Sechsseiter und Mehrseiter vernünftig dämpfen könnt. Da haben wir das. Jetzt lass uns aber mal normal bleiben und unseren Vierseiter behalten. Und da haben wir jetzt abgecheckt, wie man dämpft, wenn man Wechselschlag ganz normal spielt. So, aber was ist denn jetzt, wenn ich slappen möchte? Das Problem ist, wenn ich slappe, mein Daumen, den benutze ich ja schon. Den kann ich ja nicht gleichzeitig zum Dämpfen nehmen. Das heißt, sobald ich hier auf der A-Seite was spiele, habe ich den Daumen nicht mehr zur Verfügung, um die E-Seite zu dämpfen. Also was mache ich? Und zwar heißt es Brücken bauen. Brücken bauen funktioniert so, dass ich meine linke Hand nehme und sage, die rechte Hand kann jetzt nicht dämpfen, weil ich ja mit dem Daumen hier was anschlage. Und deshalb muss die linke Hand helfen. Und die wird dazu verdonnert, die E-Seite zu dämpfen. Und das funktioniert in dem Fall so, dass wenn ich die A-Seite hier anschlage, die linke Hand immer bereit liegt, um die E-Seite zu dämpfen. Die linke Hand greift über die Saiten, die klingen sollen, drüber, berührt die nicht, aber berührt die darunterliegenden tieferen Saiten. Gibt auch Leute, die machen das mit dem Daumen. Also das gibt's auch. Vor allem bei Gitarre eigentlich, dass hier mit dem linken Daumen gedämpft wird. Da kann ich nicht viel zu sagen. Das ist nicht meine persönliche Expertise. Es mag gehen, ich weiß es nicht. Ich greife immer lieber von vorne statt von hinten, weil ich dann auch mehr Bewegungsfreiheit habe, möchte ich mal sagen. Und so funktioniert halt eben auch das Brückenbauen. Die gleiche Technik kann ich anwenden, wenn ich mit dem Plektrum spiele. Also einerseits gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn ich mit dem Plektrum spiele, dass ich hier rechts mit der Handkante dämpfe. Ja, dann bin ich hier rechts, leg meine Handkante hier auf die Seitenränder ab und dann kann ich immer, wenn ich eine Saite spiele und dann auf die nächste Saite gehe, nachrutschen mit der Handkante. Also wenn ich jetzt die E-Saite spiele, bleibe ich rechts frei hängen, schwebe in der Luft. Wenn ich die A-Seite spiele, kann ich ganz leicht mit der Handkante auf die E-Seite rutschen. Also mit dem Plektrum kann man wunderbar mit der Handkante die tieferen Saiten dämpfen. Geht aber nicht immer.
Was ist nämlich, wenn ich zum Beispiel gar nicht hier rechts so weit außen anschlagen will? Also wenn ich gar nicht die Hand hier haben will, dann hat man ja auch immer einen bestimmten Klang. Sondern vielleicht hier irgendwo in der Mitte anschlagen will. Dann wird es auf einmal schwieriger, die Hand abzulegen. Und ich kann mit der Handkante eigentlich gar nicht mehr so richtig gut dämpfen. Es geht einigermaßen, na, es geht in gewisser Weise, ist aber ganz schön knifflig. So, und da kann ich dann die gleiche Methode benutzen, die ich beim Slap-Spiel benutze, beim Slap-Dämpfen, nämlich das Brückenbauen mit der linken Hand. In dem Fall ist das Plektrumspiel in gewisser Weise wie Slappen. Na, scheiß Elektrik. Okay. Das heißt, auch beim Plektrumspielen kann ich die Methode des Brückenbauens verwenden. So, und ich glaube, jetzt komme ich zum letzten Punkt. Das Problem beim Brückenbauen ist, dass ich meine linke Hand total limitiere, weil nämlich immer einer, mindestens besser noch zwei Finger, dazu abbestellt sein müssen, meine tiefen Saiten zu dämpfen. Normalerweise habe ich zwei Dämpffinger, das sind mein Mittelfinger und mein Ringfinger. Die sind hier unten, liegen so auf den tiefen Saiten und mit den äußeren Fingern kann ich dann wunderbar greifen. Ihr seht schon, die beiden mittleren Finger sind die ganze Zeit dazu abgestellt, die tiefen Saiten zu dämpfen und nur die äußeren Finger können wirklich greifen. In vielen Fällen ist das überhaupt gar kein Problem, also in vielen Fällen reicht das vollkommen aus, aber eben nicht immer. Was ist nämlich, wenn ich zum Beispiel nichts in der Pentatonik spielen will, wo ich nur zwei Töne pro Saite habe, sondern irgendeine Tonleitersache, also irgendeine Melodie, irgendeine Linie, da habe ich dann plötzlich drei Töne pro Saite und dann geht das nicht mehr, dass ich zwei zum Dämpfen ablege, weil ich habe ja hier nur die vier Finger, mit denen ich greifen will. So, das heißt, wenn ich hier oben drei Töne spielen will, dann kann ich mit dem Plektrum noch ablegen hier vielleicht, das könnte eine Methode sein. Das klappt. Aber was ist, wenn ich slappe? Wenn ich mit dem Daumen die G-Saite slappe? Da wird es auf einmal schwierig, die tiefen Saiten zu dämpfen, weil was mache ich jetzt? Ich slappe mit dem Daumen, das heißt, ich kann mit dem Daumen nicht dämpfen und ich greife mit den drei Fingern zum Beispiel, also mit den dreien, und kann die tiefen Saiten nicht dämpfen. So, und jetzt kommt der letzte Spezial-Ass-im-Ärmel-Trick aufs Tableau, den es noch gibt, den ich noch zur Verfügung hätte. Nämlich mein Unterarm. Ich kann, und das sollte die letzte mögliche Option sein, die ich auslote, ich kann, wenn es unbedingt nötig ist, mit meinem rechten Unterarm die E-Saite dämpfen. Das bedeutet, ich kann hier, ähnlich wie mit der Handkante, wenn ich Plektrum spiele, kann hier so ganz leicht mit meinem Unterarm die E-Saite berühren. Und ihr hört. Es ist alles okay. Also keine Störgeräusche, kein Brummen, kein Fiepen, kein Kratzen, kein Schnarren, wenn ich dann mit dem rechten Unterarm die E-Saite und die A-Saite dämpfe. So. Und jetzt habe ich euch, wenn ich nichts vergessen habe, alles erzählt, was ich zum Dämpfen weiß. Und alles, was das Dämpfen angeht, in irgendeiner Form nutze, um saubere, schöne Sachen zu spielen, die keine kackigen Störgeräusche dabei haben. Ganz kurzer Nachtrag, also wie ihr seht, halte ich nichts zurück. Ich hau hier alles raus auf dem Kanal, was ich euch sagen und zeigen und veranschaulichen kann zum Thema Bass lernen. Was mir dabei sehr hilft, ist, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Das pusht meinen Kanal so ein bisschen, wenn ihr den ganzen Kram abonniert und wenn möglich auch die Glocke drückt. Das hilft mir auch, den Kanal noch größer werden zu lassen, mehr Leute zu erreichen und bessere Bassisten zu züchten. Okay, also Daumen nach oben, abonnieren, bing, 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 nicht vergessen und dann guckt euch doch noch das Video hier an. Ich würde es machen.
Haut rein.